Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Karte auf diesem Marsch. Wir starten heute durch. Wir werden gleich einen Anhänger holen für Holz. Das Holz verkaufen. Und dann schauen wir gleich, was unsere Feldarbeit macht auf der Feld 14. Gekauft auf Wunsch und Justus. So, haben wir erstmal den Stein auf der Seite, wo nicht stört. So, Geld gucken, aber ein bisschen haben wir noch. Und wir kriegen ja noch Geld für unseren Silage. So. Entschuldigung, Horstmaschinen. Ob die auch outlaut sind? Ich glaube eher nicht. Steht von nichts, ne? Riskieren wir mal nichts. War das outlaut, dann nehmen wir gleich. Kann man noch leisten? So. Schnappen wir uns einen LKW. Und dann nehmen wir gleich den hier. Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. So, mal gucken, was die Karte macht. Fängt 14. Ja, speichern ist gut. Und Bau wird lange. So. 14 ist ja jetzt zu, ja, bisschen mehr wie die Hälfte. Dürfte der Weizen und der Dünger reichen. Hier soll wieder die Produktion hin. Aber aktuell habe ich das Geld nicht. Feld 2 soll noch gedüngt werden, die anderen Felder auch. Ja, da brauchen wir mal eine Wachstumsstufe. Händler ist auf die andere Ecke, ne? Ja. Schauen wir mal. Bauen wir gleich hier wieder rechts ab. Moment. So kriegen wir das nicht hin. Ja. Mal die Innensicht nehmen, ne? Sauber. Aber wir hätten wärmer geworden, sind auch noch nicht. Beziehungsweise Kälte. Das passt schon. Denkt mal, dass der Boden nicht mehr kälter wird. So. Dann drehen. Aber links geht nicht. Kein Spiegel. Kein Fenster. Fenster habe ich nicht gesehen. Machen wir es so. Altmodisch. So. Eine Hand wird nix. Ah. Haben wir unser Hänger dran, ne? Und gleich ran und rüber zum Holz, wo wir Holz gefällt haben.
Fahren wir kurz zur BGH rein. Ob wir da was. Nee, müssen wir nicht. Hat noch genug Ballen vorhanden. Immer noch voll. Ja. Was wir noch machen können in Zukunft ist, von da entsprechend die Gärreste holen und die Felder düngen. Da ist genug vorhanden. Können wir kostengünstig düngen. Ja, aber langsam wird dunkel. Wo ist der Wald geblieben? Ja, auf der Erde. So, mal schauen wir gleich. Wo nimmt er auf? Von links. Passt. Und ein paar Stämme mitnehmen. Ja, das passt. 11 Meter, das heißt 5 Meter und 5. Ja, so lassen wir so. Weil. Mal sehen, wie Cola bringt. Ah, das verkaufen wir gleich mal. Und verzahlt ihr für ein bisschen. Naja, nicht schlecht. War auch nicht voll. Dann ist aber schon voll werden. Habt ihr der Hänger schon bezahlt gemacht? Soll nicht so schnell fahren. Dann fliegt er durch die Luft und landet ganz hinten. Ja, da klappt welcher der Dicken. Hat Schild kaputt gemacht. Müssten wir noch vorher fräsen, bevor wir neue Bäume pflanzen. Das tun wir uns leichter später bei den Fällen, dass nicht so viel im Weg liegt. Ne? Ohne Fräse soll auch kein Problem sein. Die Bäume nehmen wir gleich mit. Ups. Irgendwo war hier noch ein Baum. Das ist riskant, da wollen wir nicht reinfahren. Da wechseln wir eine Seite mal. So, das haben wir genug mitgenommen. So. Ups. Ja, lassen wir drauf, verkaufen wir so. Es wird dunkel. Naja, zwei ganz oben, typisch. Die wollten nicht.
Da können sie auch liegen bleiben bis zum nächsten Verkauf. Schwierig, schwierig. Fahr mal nicht fest, du. Muss ich überhaupt nicht haben. Noch zwei, ein paar mehr, ein paar mehr. Meiner 6 Lohnzahlungen. Weil unser Kumpel auf Feld 14. Das dürfte genau hinkommen mit der Zeit. Wo dann her die Nacht ruhen können. Oh! Das sah eigentlich gerade gut aus. Aber 11 Meter fast genau. Ein paar kleine haben wir noch, ein, zwei größere. Und die nehmen wir noch mit. Da haben wir auch schon 18 Uhr. Ja, wie halt so im Frühjahr so ist, ne? Und das haben wir uns fest. Ah, zum Glück nicht. Was ist da der Grund? Ach, da ist einer. Baumstumpen. Und da kommt er nicht. Ah, der hat ihn gekriegt. Komm, zieh durch. Den linken noch, einen links, einen rechts. Den sehe ich noch. Nur die Seite ändern. Der will nicht. Will nicht, gibt's nicht. War dann nicht. Ein andermal. So. Der ist fertig, das passt. Da kommt mir genau in den Kram. Das ist genau richtig. Ah, dann wieder auf. Das macht nichts. Gut. Dann können wir den hier stehen lassen. Mal gucken, ob wir noch am Land haben. Der erste Unkraut kommt schon. Das Stück haben wir jetzt gefällt. Mal gucken, was mir gehört. Kann man so nicht erkennen. Also den Streifen haben wir noch und hier die Ecke. Aber da kommt ein bisschen mehr. Brauchen wir einen LKW? Den brauchen wir nicht.
lassen. So. Seemaschine 19%, der Rest hat 4%. Das ist super, das ist gut. Fahren wir uns im Hof zurück, durch mit Licht. Volle Beleuchtung. Jetzt können wir, naja, 15 können wir auch gehen, aber wir müssen ja schlafen. Oh, fast mal 1000. Mal sehen, was der BGH dann bringt. Wir haben beide. Da wird ein bisschen was bringen. Werden wir gleich reparieren. Und wieder voll tanken. Ja, tanken wir auch. Brett meine ich. Angebracht. Ein bisschen zurück. Gewicht auch mitkriegen. Na, war schon nicht. Einsteigen auch nicht. So. Muss sein. Auch nicht. Das war nicht so vorgesehen. Ja, wenn man nicht hinguckt, dann sieht man das nicht, ne? War schon so ein Blödsinn. So. Schneller auffüllen mit Sack und Dünger. Rein muss es gehen natürlich, ne? Oh, natürlich läuft die Zeit nicht. Das ist typisch. Wieder eine reine Spekulation. Hat zu weit gefahren. Oh, das ist nicht gut. Mega YouTube. N und zu. Wir werden die Maschine mal hinstellen. Arbeitsbereit. Das erste Feld, was wir dann machen, werden wir dann auch gleich neu ansehen. So. Wir brauchen noch zwei Mähwerke. Ding von 10 Meter. Das werden wir kaufen. Zurück. Und den kleinen brauchen wir auch. Werden wir gleich holen. Gabe 1 zu wenig Tor. Wir haben noch einen Traktor leihen. Das ist ja ein bisschen. Da können wir eine normale Version nehmen. Das reicht aus für Grasmähen. 390. Nee, Quatsch. 395 PS. Da gibt es 600 PS. Kaufen geht nicht. Bieten. Oh, ist das dunkel. Wie gesagt, wir bereiten das vor. Da bin ich
voll durchstarten können. Das heißt, hier müssen wir den Vorderteil anbauen. Muss ich mal gucken. Ja. Weil vorne zuerst, sonst ist der zu schwer hinten. Richtig rum? Denk schon. Da brauchen wir nicht schwatten, der macht automatisch auch schwatt. So, gleich rüber zur Wiese Nummer. Ja. Und wir schauen, welche am besten reift, ne? So, wir haben 19 Uhr. Genau die richtige Zeit zum Ausruhen. Dunkel ist es auch. Wir haben uns weit vorbereitet. Wir könnten theoretisch. Ups, siehst du, man sieht schon nichts. Jetzt haben wir zwei Geräte zum Mähen. Wir haben zwei Ballenpressen. Und dann werden wir dann entsprechend. So. Wir haben nur die Bank, aber immer etwas, ne? Irgendwann kaufen wir uns ein Gutshaus, ein großes Gutshaus. Wir können noch was anderes probieren und testen. Wir haben ja hier mit Seasons die Fruchtfolge. Das heißt, hier vorne das Wetter, Regen, morgen ist trocken. Fruchtfolge, wir haben jetzt drinne Gras, wir haben überwiegend Gras drinne. Ich fange deswegen unten an, weil wir das ja entsprechend nachher oben bei der Mahn. Gras. Weizen. Gerste. Dann Baumwolle geht sowieso nicht. Raps. Brachland. Weizen. So, neben Sonnenblumen, Weizen, Baumwolle, Raps, Sonnenblumen, Mais. Also müssen wir eher da 1,4 rausbekommen. Das eine Feld, was wir jetzt gemacht haben, ist drin jetzt Weizen. Brachland. Baumwolle geht sowieso nicht. Raps. Aber das passt schon so. Gerste. Raps. Haben uns ziemlich häufig, aber gut mal sehen. Da es immer die Jahreszeiten betrifft. Baumwolle geht sowieso nicht. Ölrettich, aber so Quatsch. Gut. Wir wissen ungefähr, was wir jetzt aussehen wollen. Mann, da muss ich im Dunkeln schlafen, im kalten, nassen, naja. Heißt, irgendwann bauen wir jetzt uns eine schöne Hütte. Ja. 8 Stunden wird reichen. Was bringt die BGH? Oh, gut. Ja. Das bin früh, ne? BGH, ja, zusammengenommen. Können wir noch 3 Stunden schlafen oder 4? Wir wollen ja im Hellen arbeiten und nicht im Dunkeln. Ups, 7 Uhr, es ist hell, es ist Frühling. Ja,
Lufttemperatur ist kühl, aber es ist soweit ganz gut. Schauen wir mal das Gras an, wie es reif ist. Unkraut dürfte uns nicht stören. Das Einzige, was blöd ist, mit Düngen, ne? Das geht ja noch nicht, ne? Ja, zwei und das geht nicht, stehe ich nicht. Das heißt, wir können 15 und... Da muss doch mal Gras wachsen normalerweise. Das ist so komisch. Das ist schon ein bisschen komisch. Das ist sehr komisch. Tja, jetzt haben wir Mitte Frühling. Das heißt, drei könnten wir ernten und das ist sehr komisch, weil normalerweise ist überall gleich. Also drei war ja Originalgras und die 13 habe ich eingesät. Und da ist jetzt erntereif. Und 14 ist jetzt im Wachstum. Da werden wir hinfahren und düngen. Also Gras müsste mindestens noch eine Stufe wachsen. Schwierig. Aber 2 und 15. Da zieht nicht danach aus, das wächst. Ja, heißt es dann entsprechend die Aussaat angehen. Was ich persönlich nicht verstehe. Hätte ja eigentlich genauso gut, weil überall ja eingesät wurde. Ne? Bis auf die 3 das Original. Also 15 und die 1 ist identisch, kann man sagen. Das habe ich ausgesät. Und da wächst nichts. Gut. Ist leider so. Also wir werden jetzt mal die Aussaat vorantreiben. Laut unserem Fruchtplan. So, Hauptsache wir haben Pflegereifung. Dann haben wir nicht. Aber wir haben noch keine Stufe 1. So. Das ist neu. Sollte schnell gehen normalerweise. So, speichern wir ab. Düngen. Feld. 14. 24. Wieder. Speichern. Sieht gut aus. Mal gleich gucken, ob es auch passt. Ja gut, passt auch, braucht nicht gedüngt werden. Haben wir gut gespeichert den Kurs. Der ist schon fertig. Dann können wir den Traktor nehmen zum Aussaat und sehen, ja, können wir die Maschine leisten? Ja, können wir. Nehmen wir den Düngerschreiter zum Hof und dann werden wir uns gleich eine neue Seemaschine kaufen. Aber das ist doch ein bisschen komisch, ne? Das heißt, morgen mähen und aussehen, ganz schnell. Aber 2 und 15 werden wir jetzt aussehen.
Da kommt nichts mehr, wenn auch zu spät. Ist schon ein bisschen komisch, normalerweise hätte das. Hätte das normalerweise reif sein müssen, oder zumindest so wie die 1. Ist leider so. Aber es ist im Heute. Heute ist to end. Ich danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Dann mal Tschüss und den Gericke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.